Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wie ihr gesehen habt, ist es wieder ein Shop-Update mit Sachen. Ich habe jede Menge aussortiert, weiterhin. Wie ihr wisst, ich habe, oder wie die einen oder anderen wissen, ich habe extrem viel Bastelkrams. Und ich habe so viel Papier, ich glaube, ich könnte eine ganze Fußballmannschaft versorgen. Und genauso wie Sticker und, und. Aber ich bin ja dabei, den größten Teil aufzulösen, weil ich mich nur noch mit Perlen, Schmuck und so weiter befassen möchte. Und deshalb ist natürlich auch viel auszusortieren und viel für euch da. Genau, das, was ich jetzt vorstelle, ist alles schon im Shop drin, also auf cwkreativdesign.de. Steht sonst unten auch nochmal in der Infobox drin, der genaue Link. Da braucht ihr einfach nur draufklicken und dann kommt ihr automatisch zur Seite hin. Noch eine kleine Info für den letzten, für das letzte Shop-Update. Ja, da sind noch nicht alle, also die Cabochons und die Kawaii-Stifte und so, das habe ich alles eingestellt. Allerdings ist ein bisschen schief gelaufen. Nämlich die Festplatte, wo das drauf gespeichert war, die ganzen Fotos, ist irgendwie geschreddert. Keine Ahnung, wie und was und überhaupt. Wir versuchen die jetzt wieder herzustellen, dass ich die, dass ich die letzten Sachen vom letzten Update, also die ganzen Bücher und so, auch noch einstellen kann und die Sticky Notes und so. Ein bisschen neue Sachen habe ich diesmal dabei. Ich habe Perlenmischung für euch gepackt. Noch ein paar Stanzen, noch ein Paket Clear Stamps, Sticker, Papier, Stifte sind noch dabei, ein bisschen neue Sachen von AliExpress sind gekommen, die auch mit in den Shop kommen. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel rum erzählen. Ich fange jetzt am besten einfach mal an und ihr geht dann wieder shoppen, so wie ihr Lust habt. Und zwar habe ich einmal dieses Stickerbuch hier. Ja, das müssen wir mal ein bisschen wegräumen. So. Und zwar ist das dieses Stickerbuch vom Action damals. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was die Sachen gekostet haben. Keine Ahnung. Stickerbuch völlig unbenutzt. Also gekauft, in den Schrank gelegt. Ja. Und da lag es dann, bis ich das jetzt aussortiert habe, die Tage. Und deswegen ein Stickerbuch mit Faultieren. Ja, und ich hatte mir gedacht, ich werde jetzt immer in der Woche so aussortieren, einstellen und euch dann das Shop-Update immer am Wochenende präsentieren, soweit das klappt und alles gut geht. Also, falls ich mal nicht hinterherkomme, dann nimmt mir das bitte nicht übel. Dann habe ich hier einmal das Stickerbuch mit dem Einhorn drauf, ist auch vollkommen neu, nie benutzt. Lag immer im Schrank. Ja. Auch schöne Sticker bei. Kann man ja nochmal direkt reinschalten. Hier so. Ja, wirklich schöne Motive. Das ist einmal dieses Stickerbuch. Dann habe ich noch das Stickerbuch mit den Lamas oder Alpakas. Ebenso unbenutzt. Kann man dann ja hier wunderschön die Sticker aufkleben oder man kann die Seiten ja auch benutzen für ein Flipbook oder für ein, ja, als Hintergrundmotive oder so und die Sticker dann dafür benutzen für ein Fotoalbum etc. pp. Genau, alles neu, unbenutzt war dieses Stickerbuch. Dann habe ich für euch Papier. Ich war shoppen am Wochenende und oder letzte Woche und habe Papier gefunden. Und zwar dieses hier. Und zwar, das hat gekostet 2,99 beim Kick. Ich weiß nicht, ob es das reduziert gab oder nicht oder keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls für 2,99 gekauft, weil ich das unheimlich schön fand. Und auch da schauen wir jetzt mal rein. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Wirklich total schöne Motive dabei. Auch das mit dem Regenbogen.
Ja, wirklich, das gefällt mir richtig, richtig gut. Mach jetzt mal ein bisschen schneller, sonst sitzen wir hier morgen noch. Wirklich traumhaft, diese Motive. Wirklich sehr, sehr schön. Ja. Und diesen habe ich zweimal mitgenommen, weil der ist wirklich so hübsch. Und ich überlege auch, ob ich vielleicht doch einen behalte oder. Nein, ich stelle beide in die Gruppe, ist auch schon drin. Und vielleicht kaufe ich mir noch mal einen nach. Dann habe ich auch schon ein bisschen weihnachtlich aussortiert. Und zwar habe ich hier Sticker-Sheets. Nein, Die-Cuts, 3D-Die-Cuts gefunden. Und zwar, die sind auch neu und unbenutzt, obwohl sie auch schon an der Seite hier aufgetrennt sind. Hier beim Klebeband. Das war einfach nur wegen dem Angucken. Und auch da können wir ja mal eben schnell durchgehen. Oh, seht ihr, das hakt nämlich schon, weil so wirklich auch wunderschön. Und Weihnachten kommt ja immer wieder. Und selbst wenn es jetzt noch nicht gekauft wird, ihr könnt es ja auch später kaufen, wenn es dann nicht schon vergriffen ist. Das ist dieser Block. Dann habe ich Papier. Und zwar ist das einmal dieses hier. Der ist vom Teddy. Den hatte ich auch schon etwas länger. Die sind 30 mal 15, 2 mal 12 Motive. Allerdings ist dieses Motiv nur einmal vorhanden, weil eins hatte ich schon benutzt. Irgendwann für irgendetwas mal. Und das sind die anderen Motive sonst da drauf. Wirklich so ein bisschen Aquarell, im Aquarellstil. Wirklich sehr schön. Dann habe ich diesen Block. Der ist vom Action. Der ist auch vollständig. 32 Sheets. Ist auch so viermal ein Motiv. Zweimal davon mit Folie und zweimal davon beglitzert. Wirklich, wirklich schöne Motive dabei. Ein Traum. Wirklich. Sehr, vor allen Dingen das. Das finde ich so hübsch. Aber ich bastle einfach zu wenig mit Papier und es nimmt Platz weg. Und ja, wie gesagt, ich möchte mich auf andere Sachen spezialisieren. Und deswegen habt ihr Glück und bekommt diese wunderschönen Blöcke. Ja, dann haben wir diesen Block. Ein bisschen weihnachtlich mit diesen Motiven. Auch wunderschön. Auch 32 Blätter. Ist auch noch neu. Also fehlt kein einziges Blatt von. Und auch die sind wirklich total schön. Und da ist es so, dass alle vier, also acht Designs und alle vier Blätter sind mit Glitzer drauf. Also da ist keins mit Folie, sondern alle sind beglitzert. Ja, ein bisschen schnell, so mit Geschenken und einfach schön. Genau. Dann habe ich zu guter Letzt noch einen Block und zwar ist das dieser Block. Und zwar hat der regulär bei Teddy 2,50 € gekostet. Und da steht zwar 2x12 Motive, aber Leute, weißt du, wisst ihr, was ich entdeckt habe? Ich glaube, dieses Motiv. Nee. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Dieses Motiv. Nee, dieses hier ist es, genau. Das. Ich suche es mal eben. Schaut mal. Dieses Motiv ist nicht zweimal vorhanden. Eins. Genau, eins, zwei, drei, vier. Ist also auch noch eine Fehlproduktion und somit sind es nicht 24 Blätter, sondern 26. Genau, diese wunderschönen Kindermotive Weihnachten sind auch wirklich wunderschöne Motive. Das Papier ist kein richtiges, also das ist eher dünneres Bastelpapier, das ist kein Karton. Ist ein bisschen dünner. Genau das. Dann habe ich hier einmal dieses Embossed-Papier. Und zwar sind da, steht ja 20 drin. Es ist auch jede Farbe zweimal enthalten, bis auf dieses Rot. Davon ist nur eins. Also sind es keine 20 Blätter, sondern nur 19. Aber ich denke, auch mit 19 Blättern kann man schön was anfangen und was basteln und. Warum soll das verstauben und im Schrank liegen, nicht wahr? Genau. So, dann habe ich für euch noch einmal diese Tasche.
Und das ist eine Sticker-Sammeltasche. Die habe ich mal bei Ideen mit Herz gekauft. So eine Sticker-Sammelmappe. Das ist die Größe mit 13 Fächern. Ja, habe ich gekauft und lag im Schrank, weil ich habe so viel Sticker. Da müsste ich, glaube ich, weiß nicht, 10 Taschen haben oder so. Genau. Also ist die auch für euch im Shop. So, dann kommen wir mal zu dem Stempel. Den habe ich noch gefunden. Noch so ein kleiner Nachzügler lag noch woanders. Den habe ich jetzt für euch auch im Shop. Der Stempel. Dann habe ich Stanzen, Handstanzen. Und zwar ist das einmal diese Schleife. Wirklich schön. Dann habe ich dieses Herz. Schaut mal, das ist verkehrt rum irgendwie gedruckt. Auch total witzig. Dieses Herz ist mit dieser Verpackung. Einige hatten eine Verpackung, andere nicht. Dann haben wir hier einmal diesen Tannenbaum oder Tanne, diese Tanne. Der ist sogar noch original zu. Den habe ich noch gar nicht offen gehabt. Der wurde also auch nie benutzt. Dann habe ich hier diese Tanne. Ein bisschen anders. Der ist auch schon auf gewesen. Genau. Dann habe ich für euch einmal so einen Engel. Genau, so groß. So ein großer ist das. Genau. Und ein Schneemann. Auch so ein großer Stanzer. Dann habe ich noch so einen Handstanzer mit Stern. Der ist ein bisschen kleiner. Gleich mit zum Drinnen zum Auffangen. Manche brauchen es, manche machen es gleich ab. Ich fand es ganz praktisch. Und einmal dieses Herz. Und zwar ist das hier mit so einem Feststell. So, könnt ihr das losstellen. Dann stanzen. Ja. Okay. Ah, okay. Festgestellt. Genau. So. Und tja. Da unten kommt das dann raus, wie ihr seht. Und einmal so ein Kleeblatt auf genau so eine Art und Weise. Ja, genau. So, das waren die Stanzer. Ich war etwas irritiert hier gerade, weil der irgendwie nicht so wollte, wie er sollte. Muss ich mir noch mal genauer angucken, das Gerät. Einen Moment, ich sortiere mal eben ganz kurz. So, sortiert und wieder da. Dann, oje, oje, was war das? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es war nur ein Feuerzeug. Dann kommen wir mal zu, genau, ich hatte ja noch ein paar von diesen Sachen hier. Und zwar habe ich hier noch ein paar Stifte. Einmal so ein Zauberstabstift. Das ist ein Kugelschreiber. Er schreibt blau. Schreibt wirklich sehr, sehr gut. Der. Dann habe ich hier so ein, ups, ein Füller. Mit so einem Kawaii-Einhorn drauf. Ist auch noch keine Füllerpatrone drin. Die sind neu. Und dazu gibt es so, wo sind sie? Noch zwei Füllerpatronen natürlich. Damit ihr auch gleich anfangen könnt zu schreiben. Dann habe ich hier das gleiche nochmal mit diesen Lamas oder Alpakas. Oder was das auch immer sein soll, in so Lindgrün. Auch mit zwei Füllerpatronen dazu. Und jetzt wird es dunkel hier bei uns. Ich glaube, gleich regnet das wieder. Dann habe ich noch jede Menge Anhänger. Und zwar ist das einmal ein Papagei.
Dazu gibt es auch immer eine Kette, eine schwarze dazu. Entweder Kautschuk oder Leder oder so ein Saturnband oder so. Also es gibt auf jeden Fall immer eine Kette dazu. Der ist relativ groß, der Papagei, und das ist aus Hämatit. Ist ein Hämatit-Anhänger. Dann habe ich das gleiche mit einem Seepferdchen. Gibt es auch einen Anhänger dazu, also eine Kette dazu. Auch Hämatit. Dann habe ich, jetzt muss ich die mal erstmal auspacken hier, eine Katzensilhouette, auch aus Hämatit. Dann, auspacken, habe ich zwei solche Pinguine, auch Hämatit-Anhänger mit Kette. Dann habe ich einen Totenkopf-Anhänger, auch Hämatit. Natürlich. Und zu guter Letzt eine Hämatit-Schildkröte als Anhänger mit Kette. Wunderschön. Kann man natürlich auch zum Basteln verwenden, wie ihr mögt. So, dann habe ich viermal diesen Anhänger aus Rosenquarz. Herzen. Dann habe ich einmal so einen Engel mit einem Malachitstein. Dann habe ich einmal so einen Anhänger mit Malachit. So grün-schwarz ist der. Dann habe ich einen Aventurin-Anhänger, also jeweils mit Kette, ne? Dazu gibt es immer eine Kette dazu. Dann haben wir noch einen Opal. Der ist wunderschön. Der schimmert auch. Das kann ich hier gar nicht richtig rüberbringen. Aber der schimmert auch so. Ja, der hat so einfach so einen öligen Glanz drauf noch. Ein Opal. Dann habe ich noch hier ein Aventurin. Genau. Und dann habe ich noch zweimal blaue Sandsteine. Und zwar, die glitzern halt blau, ne? So wie man das sieht. Ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut sehen. Sehen, ob man das ein bisschen. Ja. Genau. So, und da gibt es dann auch jeweils eine Kette dazu. Na, so. Wunderschön. Genau, das sind diese. So. Und zu guter Letzt haben wir nur noch die Perlenmischung. Und zwar habe ich zweimal rote Perlenmischung. Und zwar, ich hole die, die sind im Organza-Säckchen. Ich hole immer nur so ein paar raus. Gut, hat nicht funktioniert. Also es sind so immer eine Großlochperle dabei und dann so verschiedene rote Perlen, Herzen. Sind auch verschiedene Materialien aus Glas, aus Kunststoff, aus Acryl. Hier ist nochmal so ein Totenkopf dabei. Dann ist hier so eine große Perle mal mit dabei mit Muster. Genau. So, das sind jeweils 50 Hupsala. Dann können hier auch mal so Perlenkappen dabei sein, beziehungsweise so für Engelsflügel oder so, oder Chunky Charms. Kleine Würfelchen sind dabei. Das sind 50 Gramm in diesem Beutel. Dann weiter geht's mit Hoppala, der zweiten roten Mischung. Ich denke, die kann ich vielleicht drinnen lassen, dass ich die nicht immer. Hier ist auch wieder eine. Ne, Moment, wo ist sie? Ich suche sie mal kurz hinter der Kamera. Genau, hier ist dann noch mal so eine Fimo Blüte mit drin oder so eine große ölige Perle oder so
solche Anhänger-Charms sind da noch mit drin. Ja. Und hier ist die Großlochperle, von der ich gesprochen habe. Auch hier ist eine Großlochperle drin. Genau. So. Ja. Auch verschiedene Materialien. Auf den Fotos sind die auch deutlicher zu erkennen. Da habe ich sie auf einen schwarzen Teller gekippt und da kann man die ganz gut erkennen. Hier ist noch so eine Stardust-Perle mit dabei. Und auch hier sind 50 Gramm in diesem Beutelchen. Dann haben wir hier einen kunterbunten runden Mix. Also da sind nur runde Perlen aus allen möglichen Materialien. Es können Porzellan sein, es können Kunststoff, es ist Gummierung, Steinperlen, was es alles gibt. Holz ist, glaube ich, nicht dabei. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Glasperlen, das sind 100 Gramm. Die verschiedensten Farben, kommt auch in diesem Organza-Säckchen. Und da ist schon eine ganze Menge. Ne? Also da kann man schon richtig guten... richtig gut was mit anfangen, ne? Das sind diese. So, und dann habe ich mir kleine Döschen besorgt. So kleine Herzdosen. Und hier sind auch immer, ach so, das sind 100 Gramm. Genau, hatte ich, weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Das sind 100 Gramm, während die anderen alles, der einzige Mix mit 100 Gramm. Genau. So. In diesem Döschen sind auch verschiedene Perlen. Ich mache die jetzt nur auf, weil da ist wirklich alles dabei. Hier so kleine Schmetterlinge oder hier so kleine Blüten. Also wirklich Blätter als Anhänger. Hier ist so ein Totenkopf. Also da ist wirklich viel drin. Kleine Würfelchen auch hier. Rosa-Pink-Mix in einem rosa Döschen. Und das sind auch immer 50 Gramm. Auch eine Großlochperle dabei. Ja, in diesem Döschen sozusagen. Dann habe ich das gleiche in grün. Das ist ein grüner Mix. Hier ist auch wieder ein schöner Totenkopf dabei. So eine grüne Perle. Ja, und auch da, die habe ich einzeln fotografiert. Die könnt ihr, hier ist so ein Schlüsselanhängerchen auf den Fotos im Internet dann besser sehen. Hier ist sogar noch ein Toten. Nee, hier ist mal so eine Oliven. Nee, Olivenperle ist es ja nicht. Sieht aus. Ich habe gesagt, die sehen aus wie Smarties. Aber auch wunderschön. Genau, hier ist noch so eine. Die sehen auch super aus. Schaut mal. So gesprenkelte und so Rondelle sind das. Echt wunderschön, sind auch einige von drin. Auch der grüne Mix hat 50 Gramm. So, dann geht's weiter. Drei Mixe habe ich noch. Und zwar habe ich einmal hier so ein Türkisblau in einem blauen Döschen. Also es ist hellblau-türkis, der Mix. Ist auch alles gut aufeinander abgestimmt. Super geeignet für Chunky Charms. Hier ist auch wieder so eine große Fimo Perle mit drin. Also auch die verschiedensten Perlen. Ist randvoll, dieses Döschen. Sind auch 50 Gramm. Also nicht genau 50 Gramm. Es können auch 52 oder 53 Gramm sein. Also ihr werdet auf gar keinen Fall unter 50 Gramm haben. Ohne das Döschen gewogen, natürlich. So, dann habe ich noch ein orangefarbenes Döschen mit einem orange-gelben Mix. Auch die passen alle wunderbar zusammen. Da können dann auch mal so ein paar goldfarbene dabei sein. Dann haben wir hier noch so eine, upsala, entschuldigt bitte, so eine Perle. Dann haben wir hier wieder so ein Schmetterling. Dann haben wir hier mal so große Blütenkelche. Hier ist so ein kleiner Kitty-Anhänger. Dann ist hier mal so eine Bonbonperle mit drin. Also es sind fast überall Bonbonperlen mit drin. Genau. Und das ist dann auch wieder so ein Orange, der orange-gelbe Mix. Hier ist auch nochmal eine goldene Stardust-Perle. Auch alles gut aufeinander abgestimmt. Diese Mischungen sind auch gut geeignet für Chunky Charms. Da könnt ihr auch wunderschönen Chunky Charm draus basteln. Und der geht gar nicht zu so voll, wie der ist hier. Entschuldigt.
Muss ich sehen, dass der hier, der geht immer wieder auf, der Deckel. So. Und zu guter Letzt ein gelbes Döschen. Ja, aber da ist kein gelber Mix drin, nein. Da ist ein lila Mix drin. Und auch hier wirklich schöne, hier sind Blütenkelche. Hier sind mal so Blütenkelche. Haben wir hier mal so eine, ja, so gummierte, matte Perlen. Hier ein Blüten, ein dicker Blütenkelch. Dann sind hier so große, marmorierte Perlchen bei. Und, oh, Entschuldigung, das kam so plötzlich, das mit dem Niesen. Holla die Waldfee. Dann haben wir hier mal so kleine Schmetterlinge, so kleine Herzchenanhänger. Dann ist mal so eine Perle dabei. Dann ist mal hier so eine große schwarz mit schwarz marmorierte Perle dabei. Ist auch wieder so eine Smartie, so ein Bonbonperle, finde ich. Also Bonbonperle ist hier, glaube ich, nicht drin, weil lilane Bonbons habe ich leider nicht. Aber dann haben wir hier nochmal so einen Schmetterling. Dann haben wir hier nochmal so eine Rosenperle. Auch wirklich wunderschön, der Mix. Wie gesagt, gut geeignet. Hier ist die Großlochperle, die auch überall drin ist. Wirklich ein wunderschöner Mix. Ja, so halbe Stunde gesabbelt. Das langt. Ich hoffe, ihr habt was gefunden. Es war das ein oder andere für euch dabei. Schaut in meinen Shop. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.